hindi na ako nag-live. Kasi pag nag-live ako, hindi ako maka-video ay maka-picture. Video na lang to. At least maka-picture pa. Blessing on the wind. Hotel Adlon. Kempinski in Hamburg gibt es auch ein Hotel Kempinski. Das ist wahrscheinlich angekettet. An der Alster. Wie heißt diese Hotel Kempinski an der Alster? Ich komme nicht. Nicht Hotel Elysee, Atlantik, ja. Atlantik ist auch eine Kempinski. So, wir sind hier auf dem Brandenburger Tor. Ha? Architektur nicht ganz so toll, nicht so gelungen. Ja. Kann man sich gar nicht vorstellen, dass das früher mit der Mauer war, ne? Ja, aber ich weiß es noch. Ja? Es war so, wir haben auch gesagt, wenn wir hier einfach so einen Reis dazu machen, ja, weil es unter Kohl geplant wurde. Kolosseum. So. Als einzige Botschaft ist die Schweizer Botschaft hier stehen geblieben. Und die haben wirklich, also ich finde es so unmöglich, sich so ein hässlichen Anbau an das alte Gesetz. Gucken wir mal, wenn Sie mal links gucken, schönes altes Gebäude, über 100 Jahre alt, und dann bauen die doch diesen hässlichen Betonkasten daran. Und wenn es regnet, so wie gestern, dann wird das Ding noch ganz fleckig. Ja, wirklich, da sehen Sie, ist noch nicht richtig aussieht, also furchtbar. Also wie man so ein, also Stilbruch ist ja manchmal ganz schön, ne? Aber das finde ich also völlig daneben. Aber gut, gucken wir mal links, können Sie noch mal sehen, also richtig hässlich. So, links der Hauptbahnhof, da kommen wir jetzt nicht hin, da haben sie uns alle zugemacht, aber ist nicht so schlimm. Der neueste und der größte Bahnhof unserer Stadt. Ja, und das hellblaue Gebäude auf der rechten Seite ist der Kindergarten der Kinder der Bundestagsabgeordneten. Gucken Sie mal rechts. Ganze 79 Kinder sind da drin. Na, da haben die Berliner sich flair aufgeregt. Hm. Da haben die gesagt, brauchen die einen eigenen Kindergarten? Haben sie gekriegt. So, jetzt fahren wir von, Achtung, von West nach Ost. Unter uns ist die Spree und die Spree war hier Grenzfluss. Gucken Sie mal rechts, wenn Sie noch können, sehen Sie da unten am Ufer diese sieben weißen Figuren. Gucken Sie mal rechts, wenn Sie können. Das sind sieben Todesopfer, ne? Die versucht haben, hier im Prinzip durch die Spree zu schwimmen. Jetzt müsste es jeder sehen können, ja? Bisschen schlecht, die hinter Olli sitzen, ne? Das hat man so als Kreuz gemacht, aber auch so wie als Mensch, ne? Also nochmal, die Spree war Grenzfluss. Also hier, wer hier versucht hat, drüber zu schwimmen, hier fuhren immer die Boote der NVA, der Nationalen Volksarmee, und die haben genauso geschossen, ne? Egal, ob man hier rüber ist oder woanders über die Mauer, also geschossen wurde immer. Gucken Sie mal links, sehen Sie so ein grünes Gebäude? Das ist das Ministerium für Forschung und Bildung, ganz neu. Also wenn Sie ein paar Jahre nicht in Berlin waren, ich sage Ihnen, dann erkennen Sie nichts wieder. So, wir fahren mal so einen kleinen Schleichweg, weil ja links ist die Charité, genau, da kommen wir sowieso nicht rein. Wir machen mal hier eine kleine Abkürzung, weil ich zu Olli gesagt habe, ich habe ja so ein paar hier unter Ihnen, das höre ich so aus den Gesprächen, die noch nicht in Berlin waren.
Und deshalb müssen wir müssen zum Brandenburger Tor und wir müssen sie da mal aus. Wow, super schön. Wir sind auf dem Olympiastadion. Wow. Big Rose is the Big Rose is the stadion. 70,000. Okay, wie viele Menschen können da? 70,000. 70,000. Wow. Wahnsinn. Ganz groß. Sis, wala to yung picture. Tika. Heute ist der gestern Trümmerberg. Wow. Unter diesen beiden Hügeln sind alle Trümmer vom Zweiten Weltkrieg. Guck mal das an. Berlin ist so schön.